Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Unboxing der Eurapon For You Box. Die ist ja immer mega cool, ne? Also aus der Apotheke mit ein bisschen Beauty, aber auch so Nahrungsergänzungsmittel, was ich immer sehr, sehr spannend finde, muss ich sagen. Ich habe da auch schon das ein oder andere Schätzchen rausentdeckt, was ich für mich auch immer nachgekauft habe. Also es sind echt coole Produkte drin. Und das für einen Preis von 9,99 €. Ich verlinke euch wie immer alles in der Infobox und wir packen das Ganze aus und rechnen am Ende wieder zusammen, ob sich die Box gelohnt hat. Die ist halt echt, oh, ihr hört es schon, mega groß. Und auch wie so eine Beauty-Box verpackt. Richtig cool auf jeden Fall. Jetzt packen wir das Ganze aus. Ich lege das Zettelchen zur Seite, damit wir gleich einfach reingucken können. Und packen direkt mal alles aus. Wow, was ist das denn als erstes? Das habe ich noch gar nicht gesehen. 12 Fitnessübungen, so ein Poster. Das könnt ihr euch hinhängen. Und dann sind da die ganzen Übungen bei, die ihr so tagtäglich zu Hause machen könnt. Ohne Fitnessstudio. Das werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Oh, ich liebe, liebe, liebe diese Maske. Dafür hat sich allein die Box schon gelohnt. Und zwar ist es die Neutrogena Illuminating Boost Maske, so eine Hydrogel-Maske. Probiert sie aus, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Oh, ich feiere es so, ehrlich. Richtig toll, ich freue mich mega drüber. So, was haben wir als nächstes? Ich gehe einfach komplett wieder durch mit Proben und ganzen Produkten. Und da habe ich hier ein Thermacare drin. Wirksame Schmerzlinderung. Das kommt auch wie gerufen. Wie geil ist das denn? Ich habe nämlich hier eine mega Verspannung im Nackenbereich. Ich weiß nicht, woher es. Ich habe es noch nie gehabt, so in der Form. Und dann sagte eine Arbeitskollegin, das kann halt wirklich sein, irgendwie, wenn man so einen Zug gekriegt hat. Okay, ich glaube, ich werde alt. Keine Ahnung. Das wird auf jeden Fall gleich getestet. Mega gut. Dann ist hier so ein Pröbchen drin und zwar Soft Picks. Das scheinen so ja, Zahnzwischenraum-Reinigungsbürsten zu sein. Das ist ein Pröbchen. Was haben wir denn hier als nächstes? Biolectra Magnesium 300. Ein Liquid mit Orangen-Maracuja-Geschmack. Das wirkt mir auch sehr interessant. Hochkonzentriert, sofort trinkfertig. Ich glaube, das ist ein Drink. Mega cool. Was haben wir als nächstes hier? Ein Physiotop. Das scheint mir auch eine Probe zu sein. Und zwar eine Creme zur Stärkung der Hautlipidbarriere. So sieht die aus. Jetzt haben wir hier einen Sidroga-Tee, Entspannungstee, köstliche Teemischung aus feinsten Kräutern, ein Wellness-Tee, okay. Da war auch schon mal einer von drin. Ich glaube Ingwer, der war mega lecker. Den machen meine Kinder total gerne. Und jetzt was richtig cool ist, guckt auf jeden Fall in meinen DM-Haul rein, denn da habe ich die auch schon mal gekauft, aber als Vitamin D3 und noch irgendwas Variante. Und zwar haben die nach Schoko geschmeckt. Und hier sind die drin, diese Soft Chews von Taxofit. Und diesmal ist es Vitamin C und Zink mit Orangengeschmack. Und die schmecken echt wie so Bonbons. Das ist mega lecker, wie so Kaubonbons einfach. Und ihr habt halt wirklich noch eine Portion Vitamine mit drin. Finde ich eine mega Innovation, muss ich ehrlich sagen. Ganz, ganz toll. Als nächstes haben wir Mirfulan Hydrolind Creme. Droht ein Neurodermitis-Schub. Früh behandeln ohne Cortison. Okay. So sieht das aus. Da habe ich jetzt keine Verwendung für, weil wir keinen Neurodermitis haben, zum Glück. Aber das gebe ich einfach weiter. Und dann haben wir hier ein Gum Original White. Was ist das für natürlich weiße Zähne? Ist das eine normale? Ja, ist eine normale Zahnpasta. Scheint mir auch eine Probegröße zu sein. Die sieht irgendwie so amerikanisch aus. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Jetzt ist hier ein mega großes Produkt drin. Und zwar Letixer Dry Skin Crema, also so eine Körpercreme, eine Bodylotion mit hoher pflegender, feuchtigkeitsspendender, wettender Wirkung. Und da geht meine Stimme hoch. Zur speziellen Pflege sehr trockener, rauer oder schuppiger Haut oder schwerer Xerose. Könnt ihr mir sagen, was Xerose ist? Ich weiß nicht genau, was es sein soll. Regeneriert effektiv die Hautbarriere auf Wasser-, Lipid- und Zellebene. So sieht das aus. So, was haben wir als nächstes? CB12 Boost gegen Mundgeruch, zuckerfreie Mundpflege, Kaugummis. Kaugummis, die sehen eher aus wie so, wie diese Xylit-Dinger von Extra. Keine Ahnung, aber das sieht nicht aus wie Kaugummis, sieht eher aus wie so Lutschtabletten oder Kautabletten. Das sind Kaugummis? Nein. Naja, ich werde es ausprobieren. Auf jeden Fall. Oh, mega cool, von Vichy war's. Und zwar ist es eine Nachtcreme. Für sensitive Haut, Hypoallergen und mit Thermalwasser.
Das ist auch wieder so eine Probegröße, aber eine relativ große Probegröße, wie ich finde. Mega cool, voll süß. Jetzt habe ich hier so ein Fläschchen gefunden, auch von diesem Gum Sunstar Original White Fluorid Mouse Rinds. Das scheint mir so ein Mundwasser zu sein von dieser Marke. Dann haben wir hier ein Soventol Produkt. Wir sind jetzt hier in Sachsen. ein Intensivschutzspray zur Mückenabwehr. Finde ich super, weil wer mir auf Instagram folgt, auch da heiße ich Tasty Tasty, weiß, dass ich Reiterin bin und ich habe immer mit Mücken und sonstigen zu kämpfen. Deswegen wird das in meinen Stallspind auf jeden Fall wandern. Finde ich richtig gut. Dann ist hier wieder von Freiöl was drin, ein Deo-Balsam. Da war, glaube ich, schon mal ein Deo drin. Das fand ich echt gut, nur was ein bisschen blöd war, waren das Aluminiumsalze drin sind. Das haben sie jetzt hier nicht drin. Das finde ich total super. Ist zwar so ein Roller, nutze ich in der Regel eigentlich nicht. Wobei ich sagen muss, ich wollte da eh schon mal drauf umsteigen. Gerade morgens, boah, ich stehe ja immer um 4 Uhr auf. Ich habe ja um 5 Uhr fange ich an zu arbeiten. Und wenn du dir dann dieses ganze Deo mit Gerüchen und sonstigem irgendwie so in die Nase sprühst, dann denkst du dir auch so, wow, okay. Da habe ich gedacht, so, boah, steigst du doch auf Deo-Roller um. Jetzt habe ich mal was zum Ausprobieren, dann gucke ich mal, ob ich damit klarkomme. So, als nächstes haben wir ein Refalusin C Nahrungsergänzungsmittel mit Fermentationskonzentrat aus probiotischen Bakterien und mit Selen. Das finde ich sehr cool, denn, ach so, hier steht noch was drauf. Ach so, für die natürlich Immunfunktion finde ich super, weil Darm ist ja ein ganz großes Thema im Moment. Eigentlich läuft wohl alles über unseren Darm ab, sagt man so. Ich habe mich da echt noch nicht besonders eingelesen, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Wenn ihr Ahnung habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Hier waren schon mal so ein paar, ja, was war das denn? Von Otto Muhl waren da in den letzten Videos waren die drin. In den letzten Unboxings waren die drin und die waren echt cool, fand ich. Und ich bin da auch echt nicht krank geworden, muss ich sagen, in der Zeit. Weil ich leide immer darunter, so ein bisschen so eine Immunschwäche zu haben, wenn ich meine Periode bekomme. Und schmeiß mir dann schon immer total viel Vitamin C rein und so, damit ich nicht krank werde. Und ich glaube da tatsächlich so ein bisschen dran. Dann haben wir ein Physiogel Hypoallergen, ein mildes Shampoo für empfindliche Kopfhaut und Parfümfarbstoffe und Konservierungsstoffe. Und das werde ich direkt an meine Mama weitergeben, weil die da wirklich immer Probleme hat. Ich habe da keine Probleme. Und ich denke, die kann das besser gebrauchen. Als nächstes hier wieder so ein Eurapon-Produkt drin. Die sind immer in diesen grauen Schachteln oder blauen Schachteln. Und da bin ich mal gespannt, was das diesmal ist. Gibt es immer so ein kleines Gimmick nochmal oben drauf von Eurapon selber hergestellt. Weil zum Beispiel mal so ein Taschenspiegel drin oder im Sommer so ein cooler. Okay, ich bin überfordert. Was ist das? Ich werde gleich gucken in die Anleitung, dann zeige ich euch das nochmal. Vorher mache ich die Produkte, die ich kenne. Und zwar haben wir von TTZ ein Ginkgo, Ginseng und B-Vitamine zur Unterstützung der normalen geistigen Leistungsfähigkeit, Vitalität, Vitamin B3. Sehr wichtig. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Ich mache auch immer diese Kurven, damit ich einfach so ein bisschen Energieschub wieder bekomme. Und das sind 40 Tabletten, also auch eine Originalgröße. Finde ich sehr cool. Als nächstes wieder einen beruhigende Augentropfen gegen Trockenheitsgefühl. Das werde ich an meine Oma weitergeben. Da habe ich nämlich keine Probleme glücklicherweise mit. Und dann war es das auch schon. Jetzt checke ich mal eben, was das für ein Gimmick ist. Okay, es ist ein Schrittzähler. Tatsächlich hatte ich in meinem Leben noch keinen Schrittzähler. Jetzt sieht das hier raus und dann kann man das halt... Oh, das hätte ich heute gebraucht. Ich habe mir heute auf der Arbeit noch gedacht, boah, läufst du hier eigentlich einen Halbmarathon? Und das interessiert mich mega, wie viele Schritte ich da mache. Also das wird auf jeden Fall zum Einsatz kommen. Und ich bin ja sowieso gerade so ein bisschen Ernährung umstellen, beziehungsweise bewusster zu essen. Gerade so in der Fastenzeit wollen wir ein bisschen auf Süßigkeiten unter der Woche verzichten. Ja, ich habe schon wieder ein bisschen zusammengerechnet hier. Und zwar lasse ich ja immer die Proben raus. Also das heißt, nur diese Full-Size-Produkte rechne ich euch zusammen. Und wir haben, wie gesagt, einen Preis von 9,99 €. Wenn ihr die Box ergattern könnt, tut es auf jeden Fall. Denn ihr habt einen Komplettwert in dieser Box von 112 €. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, das ist echt der Hammer. Also diese Box übertrifft einfach immer alles Dagewesene. Jeden Monat ist es ja nicht, jedes Quartal ist es immer, dass sie rauskommt. Und ja, auf jeden Fall wieder auf eine Mega-Box geworden. Ich freue mich sehr darüber. Ich weiß, für viele ist Nahrungsergänzung nicht so ein Thema, aber für mich halt schon. Und ich probiere halt sehr gerne Neues aus, weil mir hat vieles schon wirklich was gebracht, muss ich sagen. Ja, Lieblingsprodukt aus dieser Box ist natürlich hier diese Maske auf jeden Fall, die Vichy-Creme.
Und ich finde halt auch diese Gums einfach mega gut. Das sind so meine drei Favoriten. Was sind eure Favoriten? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten verblende ich euch hier zwei Videos ein von mir. Ihr dürft ihr gerne nochmal reinschauen. Ich freue mich darüber. Und hier ist natürlich auch ein Abo-Knöpfchen, falls ihr noch kein Abonnent meines Kanals sein solltet. Freue ich mich natürlich sehr darüber. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Video. Eure Laura.